Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von How to Become a YouTuber. In der Folge geht es um die 10 Wachstumsstrategien für YouTube. Die da wären: Teilenswert, Zusammenarbeit, Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Konsistenz, Zielgruppe, Tragfähigkeit, Dialog, Interaktivität und Authentizität. 10 Stück. Teil 1 ist Teilenswert. Dazu müsst ihr im Endeffekt gucken, was sind zum Beispiel aktuelle Trends derzeit. Das könnt ihr oben in der YouTube-Suche, habt ihr dann die Videos, Abos und die Trends im Endeffekt so als Section. Und an denen könnt ihr euch orientieren. Zum Beispiel gab es da dieses PPAP, Pineapple, Pineapple Pen, was extrem viel rumgekommen ist. Ein weiterer Punkt für Teilenswert oder auch Viralität kann man es im Endeffekt nennen, weil das meistens irgendwelche viralen Clips sind, wäre mit Emotionen zu verbinden. Mir fallen da zum Beispiel Katzenvideos ein oder zum Beispiel Fail- oder Win-Compilations und solche Videos, die im Endeffekt Emotionen in dem Zuschauer hervorrufen, wo du sagst, oh, das ist ja niedlich oder what the f. Ein weiterer Punkt wäre im Endeffekt noch, orientiere dich an den Werten deiner Zuschauer. Also sprich, was du teilst, sagt meistens auch sehr viel über dich selber aus. Deswegen teilst du witzigen Inhalt, bist du auch ein witziger Typ. So ist der Gedankengang dahinter. Der letzte Punkt zu Teilenswerte wäre im Endeffekt noch, kreiere eine fortlaufende Serie mit Breakout-Potential. Also sprich, dass er mehrere Videos von einer Reihe macht, wo vielleicht eins dann im Endeffekt dann viral geht oder geteilt wird. Und dieser Content im Endeffekt bringt dann auch andere Leute mit zu euch. Mir fällt da zum Beispiel ein, mein Kollege BA hat halt einen Video-Remix gemacht und der ging absolut durch die Decke und hat ihm im Endeffekt einen riesigen Push gegeben und im Endeffekt auch die anderen Videos, die er vorher kreiert hat, wurde damit halt einfach mehr angeklickt. Link below. Punkt 2, die Zusammenarbeit. Im Endeffekt gibt es da die Zusammenarbeit oder Collaboration mit Unternehmen oder im Endeffekt auch mit anderen YouTubern. Bei Unternehmen wäre wichtig anzumerken, dass ihr darüber sehr, sehr offen sein solltet, denn die Leute wissen, was Schleichwerbung ist und erkennen im Endeffekt dann sofort, wenn da irgendwie ein verstecktes Product Placement dahinter hängt. Also das am besten falls irgendwo unten oben. Ihr kennt im Endeffekt die Beispiele, wo dann da steht hier Product Placement. Sprecht im Endeffekt offen über diese Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Alles andere kommt halt irgendwie scheiße. Und der andere Punkt wäre die Zusammenarbeit mit anderen YouTubern. Da schaut am besten nach, dass ihr YouTuber findet, die dieselbe Art von Videos im Endeffekt von euch machen oder die im Endeffekt dieselben Werte wie ihr teilen. Der dritte Punkt geht im Endeffekt um die Auffindbarkeit. Da könnt ihr euch auch an den Google Trends zum Beispiel orientieren. Ich schicke euch da mal einen Link unten rein, wo ihr einfach nachschauen könnt, was derzeit viel gesuchte Begriffe sind und euch an denen orientieren oder an diesen Topics oder Themengebieten im Endeffekt orientieren. Ich habe das selber gemerkt, wo ich zum Beispiel ein Video über die Fotokina gemacht habe oder in die Demo in der Türkei in Köln. Die sind halt vergleichbar im Endeffekt für meine 50, 70 Abonnenten im Endeffekt bei über 1000 Klicks, was ich schon relativ viel fand. Und da hat man aber gesehen, okay, es ist ein aktuelles Event, da besteht ein aktuelles Interesse und somit wird das Video automatisch ein bisschen mehr mit höher gepusht. Ein anderer Teil wäre, dass man Evergreen-Videos macht, also sowas wie How-Tos und Tutorials, die dann im Endeffekt über die Zeit hinweg in der Suche erst gefunden werden und damit dann später neue Zuschauer zu eurem Kanal mitbringen. Der letzte Hinweis zu Auffindbarkeit wäre natürlich auch, optimiere deine Metadaten oder Metadata. Dazu zählen halt im Endeffekt sowas wie Titel, Text und die Beschreibung. Denn das sind wirklich diese Sachen, die Google oder YouTube auch nur analysieren kann und euch dann im Endeffekt bei der Auffindbarkeit über die Suche helfen kann. Ich werde aber auch nochmal ein extra Video, oder das wird nochmal kommen, gezielt über die Optimisierung von Metadaten kommen, also was Thumbnails, Titel etc. So empfohlen wird. Der vierte Punkt ist die Zugänglichkeit. Damit ist gemeint, wenn ihr zum Beispiel über die Suche gefunden werdet oder viel wird im Endeffekt auch über ein Social Feed, entdeckt man halt ein Video, dass man die neuen Zuschauer dann nicht aussperrt, indem man auf vorherigen Content Bezug nimmt, sondern im Endeffekt, dass man die alle wie ein Erstzuschauer begrüßt, verabschiedet etc. Ganz guter Vergleich dazu ist vielleicht auch noch die Fernsehserien. Da gibt es zum Beispiel Serialized und Standalone nennt sich das. Eine Standalone-Serie wäre sowas wie How I Met Your Mother, wo man jede Folge einzeln konsumieren kann, ohne die vorhergehende gesehen zu haben. Zum Vergleich, eine Serialized-Folge wäre zum Beispiel Californication, die halt wirklich auf den vorhergehenden Content aufbaut.
erkennt man auch meistens daran, dass dann irgendwie so das Previously in oder was zuvor geschehen ist, damit der Zuschauer im Endeffekt auch abgeholt wird, was in der letzten Folge passiert ist. Der fünfte Punkt ist im Endeffekt die Konsistenz. Das heißt, solche Sachen wie der Upload-Zeitraum, also dass ihr euch selber immer eine feste Deadline setzt, wo ihr Sachen hochladet, damit die Leute sich dran gewöhnen können, okay, immer freitags um 15 Uhr kommt das Video hoch, dass sie sich schon darauf einstellen können. Gibt es auch viele, die das oben in dieses Titelbild bei YouTube mit reinschreiben, wann der Zuschauer mit neuen Videos rechnen kann. Des Weiteren zählt zur Konsistenz auch das Format, also wie ist das Format aufgebaut, dass man das immer weiter fortführen kann. Eine weitere Sache wäre dabei noch die Elemente, das heißt Intros, Outros, dass die im Endeffekt möglichst gleich sind, und um halt da auch einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Des Weiteren zählt aber auch noch die Stimme dazu, das heißt, ihr seid eine klare und selbstbewusste Meinung oder Stellung zu verschiedenen Aspekten, die ihr vortragt, auch haben. Der sechste Punkt von diesen 10 Punkten ist im Endeffekt die Zielgruppe. Habe ich schon im letzten Video kurz was dazu gesagt, im Endeffekt sei dir bewusst, wer deine Zielgruppe ist, ob du im Endeffekt eine breite Masse ansprechen möchtest oder deine Nische. Der siebte Punkt ist die Tragfähigkeit. Darum geht es im Endeffekt, wie langfristig ihr euren Content produzieren könnt. Bei Technik-Sachen ist es vergleichsweise einfach, weil man im Endeffekt auf die Hersteller hoffen kann, dass immer wieder neue Videos oder neue Technik-Gadgets rauskommen, die man im Endeffekt untersuchen kann. Unbox Therapy hat es da relativ auch gut. Die bestellen sich halt Produkte, schauen die sich an. Easy to produce. Wenn man jetzt zum Beispiel wirkliches Storytelling machen möchte und will, oder im Endeffekt bei den Videos hier, bei der kurzen Serie, habe ich jetzt auch schon gemerkt, so ein, zwei Videos werde ich vielleicht noch aus diesem Themengebiet rausnehmen, dann wird es halt schon wieder schwierig, wirklich neue Informationen und einen Mehrwert mitzubieten. Der achte Punkt ist im Endeffekt der Dialog. Das heißt, verbinde dich mit deinen Zuschauern. Dazu gibt es auf YouTube selber halt die Möglichkeit, verschiedene Kommentare und Feedback zu hinterlassen. LeFloid macht das immer relativ gut, wo er im Endeffekt auch wirklich dazu aufruft, hier gebt mir euer Feedback dazu oder wie ist eure Meinung dazu. Eine weitere Möglichkeit ist auch noch Kommentare kommentieren, wo im Endeffekt euer Content, eure Kommentare noch direkt mit einfließen in das Video. Der neunte Punkt wäre die Interaktivität. Das knüpft ein bisschen an den Dialog, also sprich, man kann direkt auf seinen Zuschauer eingehen. Dazu, wie gesagt, habe ich schon mal im letzten Video kurz gesagt, Jimmy Kimmel macht das halt sehr gut. Ist halt auch darum, dass man einen Aufruf macht, man bekommt Content und den kann man interaktiv im Endeffekt dann mit in seine Videos mit einarbeiten. Ein anderer wichtiger Aspekt davon wäre aber auch noch, dass man Verbesserungsvorschläge und Kritik und Ansatzpunkte im Endeffekt von seinen Zuschauern auch noch über die Kommentarfunktion sehr gut mit aufnehmen kann. Der zehnte und letzte Punkt von dieser ganzen Liste ist im Endeffekt die Authentizität. Darum geht es, dass die Zuschauer mit euch eine persönliche Verbindung aufbauen können. Also sprich, was macht ihr und warum macht ihr die verschiedenen Sachen? Gibt es halt verschiedene Q&As im Endeffekt dazu, und Kommentare kommentieren wäre im Endeffekt auch so ein Format dafür. Ein weiterer Aspekt davon wäre, verknüpfe deine Inhalte mit persönlichen Geschichten. Das hat zum Beispiel Fight Mediocrity auch immer sehr geil gemacht, wo er solche Bücher-Reviews gemacht hat und dazu immer seine eigene Geschichte mit eingesetzt hat. Mein persönlich elfter Zusatzpunkt der ganzen Sache wäre im Endeffekt noch Mehrwert. Wie gesagt, im letzten Video habe ich schon darüber gesprochen, dass es Entertainment and Education gibt, also Information und Unterhaltung. Für mich überwiegt aber irgendwie, dass man dann auch einen Mehrwert für den Zuschauer hat, dass er nicht dümmer rausgeht, als er vorher reingekommen ist. Das war's erstmal von Teil 2 von How to Become a YouTuber und bis zum nächsten Mal. Ciao. YouTube.